Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Dezember-Ausgabe der Glossybox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox ist eine Beautybox, die monatlich erscheint, 12,50 Euro pro Box und pro Monat kostet oder ab 12,50 Euro, je nachdem welche Abo-Variante man wählt. Ich habe sie sowohl im Jahresabo als auch in der Kooperation, sodass ich eine Box an einen von euch verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Diesen Monat ist es nochmal umso cooler, weil wir tatsächlich so eine Keksdose haben. Hatten wir letztes Jahr auch, war tierisch begehrt. Kann ich voll nachvollziehen. Fand ich letztes Jahr auch schon richtig schön. Dieses Design finde ich nicht so schön wie letztes Jahr. Bin ich ehrlich. Little Wonders Inside. Also das ist halt, wie soll ich das sagen? Diese Box ist ein bisschen zurückhaltender vom Design her. Letztes Jahr hatten wir halt so richtig kabam in your face. Dieses Mal ist es halt so ein bisschen gedeckter. Trotzdem. Sehr schön, ne? Ich habe auch einen Code, damit bekommst du die Box ein bisschen günstiger und habe dir das auch nochmal in der Infobox verlinkt, dass du da einfach mal vorbeischauen kannst. Ich glaube, Glossy Claudi gibt dir 20% Rabatt auf das, ja, auf die erste Box müsste das sein, ne? Finde ich ganz cool, ne? Habe ich damals auch so abonniert. Ich glaube, vor 4 Jahren oder 4,5 Jahren habe ich die Glossy Box angefangen zu abonnieren und bin seitdem sehr glücklich damit. Tatsächlich. Hier haben wir den Blick in die Box. Wobei manchmal ist man halt auch so ein bisschen, weil das ist eine Überraschungsbox, ne? Die kann nicht jeden Monat auf jeden passen. Deswegen, also ja, im Großen und Ganzen bin ich immer sehr zufrieden. Wenn ich mir zum Beispiel den Adventskalender anschaue und so, ne? Das ist schon eine geile Nummer. So, Glossy Dezember 2022. Wir haben wieder ein digitales Magazin. Genau, da werde ich auch reinschauen, um euch da entsprechend die Preise einzublenden. Wishful Moments ist hier die Thematik des Ganzen. Willkommen im zauberhaften Dezember-Glossy. Mit unserer letzten Abo-Box des Jahres 2022 freuen wir uns auf ein ganz besonders festlichen Beauty-Abschluss. Hinter dem entzückenden Keksdosendesign verbergen sich unentbehrliche Kosmetik- und Pflegeschätze für deine winterliche Beauty-Routine. Jo, da schauen wir doch mal dann vorbei. Also in die Box vorbei, in der Box vorbei und auch tatsächlich beim digitalen, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Was los heute? Ich weiß es auch nicht. Im digitalen Magazin halt, ne? Jo, so, hier, Box, Schleifchen, aufmachen, riechen. Riecht nach irgendwas, oder? Ja. Oh, riecht parfümiert. Bin ich mal gespannt, was hier so drin ist. Okay. Mache ich mal den Klebi auf. Seidenpapier zur Seite und dann geht die Party ab. Oh, es startet mit einem Wunschgutschein. Was ist das denn? 25 mal 50 Euro. Ein Gutschein für 500 Online-Shops. Was ist das denn? Einfach die Seriennummer von der Rückseite eingeben und sofort erfahren, ob du zu den glücklichen Gewinnern gehörst. Ach, guck. Das werde ich gleich mal checken. Und dann haben wir hier den Blick in die Box. Das Ganze startet einmal mit einer richtig cool Le Mini Macaron Moisturizing Foot Mask. Das ist mit Lavendelöl. Ich verwende tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig und sehr gerne solche Fußsockenmasken. Ja, schon cool, ne? Ich meine, ich mache das auch mal ganz gerne, dass ich mir relativ dick Fußcreme drauf mache und dann halt Socken drüber ziehe. Das mache ich sowieso abends halt immer, ne? Und jetzt habe ich halt... Ja, diese Fußmasken, die haben halt sehr viel schon bei mir geholfen, so abschwellend zu wirken und so, ne? Das ist schon eine gute Geschichte. Freue ich mich ehrlich gesagt drüber. Hier ist unglaublich viel drin. Normalerweise haben wir 5 Produkte in der Box und ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allein schon, ne? Dann habe ich dieses Wunschgutscheingedönsen noch. Also hier geht es echt hart ab. Bio-Pfefferminze Handhygienespray. Okay, ja. Dr. Bronner's All-One, keine Ahnung, 60 Milliliter. Ja, komm, wenn eins von den vielen, vielen Produkten, die in der Box drin sind, so ein Handdesinfektionskrams ist, dann ist es okay mit Bio-Pfefferminze. Also, man braucht es, aber ich möchte es nicht in der Box drin haben. Bin ich ehrlich. Haut mich nicht von der Socken. Dann habe ich hier eine Doctors Cosmeceutical Skincare Formula Photo Face. Photo Finish Effect in a Flash. Minimize the appearance of pores, also quasi Poren minimierend. Fine Lines, Antifalten, Uneven
Skin Texture anebnend dann quasi. Helps to lock in moisture and keep makeup in place. Das ist aber ganz schön viel auf einmal versprochen, Leute, ne? Also Feuchtigkeit und auch noch dann als Primer, 30 Milliliter. Okay. Ja. Also ist dann wirklich wie so ein Primer zu sehen. Ist dann aber wahrscheinlich eher wie ein Blurring Primer und weniger Hydrating. Aber hier steht auch Hydrating drauf, ne? Das muss ausprobiert werden. Das finde ich interessant. Komm, wir gucken mal auf dem Handrücken. Vielleicht sieht man da, weil wenn das halt so direkt irgendwie porenminimierend ist, dann ist es halt immer schwierig. Wobei, es gibt halt solche und solche, ne? Ja, das kommt hier direkt, aber sehr, ihr seht es hier direkt, ne? Sehr, sehr silikonig raus quasi. Riecht einfach frisch. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, oh, Feuchtigkeit. Ob das genug Feuchtigkeit für meine trockenpflaumenförmige Haut geben wird, müssen wir gucken. Aber für meine Hand ist die jetzt weich gezeichnet, Leute. Ein bisschen, ne? Ich mag das. Das ist ja cool. Cruelty-free. Aha. Interessant. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut. Ich bin immer noch... Ich möchte diesen Wunschgutschein gleich ausprobieren, ob das geht. Ich habe keine Badewanne, aber man kann ja Fußbäder machen, ne? Ein Cremebad von Kneipp, nur eine Kleinigkeit. Süße Mandel, Tonka, Kokosöl und nur eine Kleinigkeit, die von Herzen kommt. Also süß. Sowas kann ich auch wirklich empfehlen, dass wenn ihr so Weihnachtsgeschenke packt, ne? Einfach so ein Vieh mit dabei oder eine Tuchmaske oder so, wo irgendwas Süßes draufsteht. Habt da direkt einen Sechser im Lotto, ich sag's euch. Da freuen die Menschen sich. Ich rieche da nichts, aber das hört sich lecker an. Süße Mandel, Tonka und Kokosöl. Gut, Kokosöl jetzt nicht ganz so meine Welt, das macht das Ganze dann wahrscheinlich einfach nur süßer. Aber Tonka und süße Mandel hört sich gut an, ne? Das ist auch tatsächlich nicht so schüttelmäßig, sondern halt Cremebad, ne? Steht hier auch drauf, also keine Badeperlen. Nicht so schüttelmäßig, Claudia, echt. Das heißt, es ist für mich da ein bisschen schwer zu dosieren, weil das reicht ja für eine Badewanne. Und wenn ich mir das ins Fußbad mache, dann habe ich da ewig und drei Tage was von. Ist aber nicht schlimm. So, dann habe ich von Pixi by Petra hier eine kleine Geschichte mit dabei. Glow Tonic Exfoliating Toner, 15 Milliliter mit Glykolsäure. Kannst du wohl abends und morgens anwenden, steht hier drauf. Ja, ich würde immer vorsichtig mit sowas anfangen, ne? Also alles, was irgendwie peelend ist, erstmal an einer unauffälligen Stelle testen und vorsichtig dann mit der Anwendung starten. Ne? Jo. Aber cool, richtig cool. Und Pixi by Petra ist auch eine schöne Marke, muss ich sagen. Das ist so krass. Was ist denn mit dieser Box los, Leute? Skin Division Lashed Up Mascara Buildable Flake Free Natural Mascara. Also aufbaubar, klumpfrei quasi und natürlich Black Noir, also schwach. Skin Division, da hatten wir doch auch schon das ein oder andere Mal von drin gehabt, oder? Aber eine Mascara? Water Resistant, schade Schokolade. Lengthening und Volumizing ist positiv. Water Resistant, schwierig. Oh, die sieht aber irgendwie fancy aus. Ich möchte mir die angucken, weil das sieht irgendwie so anders aus. Also so eine Mascara, die fällt zwischen all den schwarzen, nichtssagenden Tuben in meiner Sammlung definitiv auf. An welche Mascara erinnert die mich? Keine Ahnung. Also das ist halt eine Gummibürste, ne? Hat dann hier oben so ein bisschen länger und hier unten ein bisschen kürzere Borsten. Erinnert mich tatsächlich vom Bürstchen her auch ein bisschen an den 24 Hours Brow Setter von Benefit. Riecht auch irgendwie anders als andere Mascaren. Ich möchte die ausprobieren, auch wenn die water resistant ist, Mensch. Nicht jetzt, weil ich habe offensichtlich ja schon was drauf. Aber demnächst mal. Guck mal, das sind aber viele Sachen. Schöne dekorative Kosmetik. Und dann natürlich nochmal Elemis hier drin, ne? Läuft. Pro Collagen Marine Cream, Anti-Wrinkle Day Cream, Anti-Aging 15 Milliliter. Elemis, tolle Marke. Wirklich sehr teuer. Aber man freut sich immer wieder, wenn man es drin hat. Und wir haben es öfters mal in Boxen drin, ne? Finde ich schön. Und ich weiß, dass viele auch auf Elemis schwören. Dann hast du hier halt Marine Kosmetik. Das ist dann immer so ein bisschen... Ja, auch besser für sensible Haut geeignet, ne? Ja, das war jetzt hier die Glossy Box aus dem Monat Dezember, Leute. Ich bin baff darüber, wie viele Produkte hier drin waren. Also das war echt schön. Und auch schöne Produkte, tolle Produkte. Das ist ein schöner Jahresabschluss, oder? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Ihr Lieben, das war's dann auch hier von mir und dem Unboxing der Glossy Box aus dem Monat Dezember. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung.
Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!